Moin, moin, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum großen, 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 naja, Preis von Kanada, wollte ich schon sagen, Großbritannien. So, jetzt habe ich es aber. Wegen Groß und Großbritannien. Jetzt zum Kotzen. Hallo, Virus. Ja, wenn du mal über. Okay, alles klar. Servus, grüß Sie wohl. Wir gehen jetzt mal direkt unten in die Strategie rein. Was haben wir denn da? Wow, unsere Reifen, die so super sind, halten nur 4 Runden aus. Wollen die mich verarschen? What? Nee. Aber Nein. das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Nee, das Alter, glaube ich auch nicht. die Da stimmt doch müssen irgendwas ja bei denen nicht. super beansprucht werden. What? 13 Runden fahren wir, alles klärchen. Glaube ich doch niemals, dass die nur 4 Runden reichen. Das ist doch wieder Volksverarsche, ist das doch. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich hab so Angst vor dem Scheißstart. Ja, ich hasse die Starts. Guck mal, lange gerade. Kacke für Gazzi. Oh, der Perez direkt hinter mir. Red Bull auf der Links. Start an sich war doch gut. Kann man nicht motzen. Glück gehabt. Und der Virus hat sich schon wieder auf 3 vorgekämpft. Jetzt habe ich zweimal V hinter mir. Guck an. Virus und Vettel. Und ich hab mal Platz. Das ist ja der Hammer, ey. Oh. Einmal kurz Kiesbett berührt. Oh, Vettel, Alter. Oh, da gibt es Zweikampf. Da nehme ich gerade ein bisschen Abstand, Emma. Ich habe keinen Bock mehr, wieder was kaputt zu fahren bei dem Heinz-Rennen, ey. Vettel, geh weg. Ich möchte deine Rose nicht kaufen. Nein, geh weg. Mein Puls schlägt mir gerade gleich bis zur Pulsader hoch, ey. Noch bin ich ruhig, aber es kommt darauf an, wie lange der Vettel vor mir wegbleibt. Oh. Ich darf gar nicht nach hinten gucken, dann bekriege ich auch kein Herzklabaster. Oh, wie können die hier so fahren, ey? Weiß ich nicht. Will ich gar nicht so genau wissen. Ist halt KI. Alter, geht weg. Aber durch die Sonneneinstrahlung die gelbe Linie nicht gesehen. Einmal Halbkreis fahren ist lustig. Na, guck. Jetzt habe ich einen Pinky hinter mir. Guck an. Geh weg, Paulchen. Oh, Vettel will jetzt aber nochmal versuchen. Der Vettel hatte ich lieb. Wie das aussieht, ey. Jetzt muss der Vettel abbremsen, jetzt hast du ein bisschen. Sehr schön, sehr schön. Keine Änderung. Oh nein. Junge, Junge. Jo. Ich bin mal gespannt, wann die ganzen KI in die Box gehen. Weil wenn die sagen, dass die halten nur 4 Runden, die Reifen nur noch. Regen am Arsch.
Ja, da haben sie das bei dir auch gesagt, Regen in etwa 10 bis 15 Minuten. Nein. Okay. Glaube ich auch nicht dran. Kann ich mir nicht vorstellen. Gerade voll zu spät gebremst, also. Oieiei. Okay. Dieser Günther hängt mir immer noch am Arsch. Jo, was glaubst du denn? Besonders wenn du dich verbremst hast, da ist er der Erste, der dann wieder da ist. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Wieso? Alter, schon auf 33% die Reifen, Alter. Mein lieber Scholli Schwede. Das ging irgendwie schnell. Komm mal rum. Jo, danke Jeff. Lob höre ich immer gerne. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Jetzt hat er mir das mit dem Wetter auch gesagt. Mit Regen. Na, wollen wir es mal nicht hoffen. Bei mir stand überall trocken. Oh, ja, man merkt es, die Reifen, die, Ja, langsam. Oh, hier vorne tuckert schon jemand ganz langsam rum. De Perez! Oh. Das tut mir echt leid für euch. Nicht. Jeff wollte mir gerade erzählen, dass ich in die Box müsste. Jo, sind ja, war ja jetzt, ist ja vierte Runde jetzt gewesen. Ist klar, dass er das sagt. Teamkollege in der Boxengasse, guck an. Jo, geschafft hat das noch. Oh. Ja. Boxenstopp. Verstanden, geht in Ordnung. Doch, mit der Reifen wird es grausam. 42, ey, Mann, geht dir schnell hoch. Oha. Halbkreis fahren, ist lustig. Ich fahr lieber rein, bevor ich einen Dreher riskiere. Jo. Gute Einstellung. Das war ganz knapp an dem Boxengasse-Rasen. Okay. Ganz knapp, war gerade rot, ging wieder auf grün, da bin ich gerade rein, auf die gleiche Millisekunde, du. Ui, ah. Alter Verwalter. Oh, guck mal an, der Vettel ist auch drin, die Sau. Sehr schön. Oh, mein Teamkollege auch. Jetzt wollen sie aber irgendwie fast alle rein. Oh, guck mal, ich bin noch wieder vor Vettel raus. Ja, scheiße. Der Dreck hinter mir. Mama. Oh, dann war der schneller mit Boxenstopp wie du. Nein. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu. Ja doch, wenn du sagst, der ist direkt hinter dir. Ja. Eben hat es ja vor ihm ein bisschen Vorsprung. Bam 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 bam. Wollen wir langsam einfahren, diese. Jo. So, ich geh jetzt, glaube ich, auch mal in die Box.
Fahrer hinter mir. Nee, das reicht nicht. Oh, diese Reifen fahren sich ganz anders als die roten, ey. Habe ich das gut getimt gekriegt, meine Güte. Oh, die anderen fahren hinter mir auch rein, sehr schön. Na komm, jetzt mach mal hin hier. Boah, wie weit muss man denn hier fahren? Wie lange dauert das denn? Oh, super Boxenstopp. 2,6 Sekunden. Geil. Ich hatte 2,7. Oh, da hat's gecrashed. Alles klar. Komm schon, fahr raus. Schneller. Vor Virus. Ja, nice. Perfekter Boxenstopp. Boxenstopps hasse ich immer wie die Pest. Oh! Aber ich glaube, Silverstone, die Boxenstopps sind am längsten, weil du die lange Einfahrt noch hast. Irgendwie, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also hier, die Boxeneinfahrt, die dauert ja ewig. Ja, und dann hast du auf einmal dann das weiße Schild, was da kommt, und dann musst du. Ja, das aber geht aber nicht so gut, wohl. Das geht aber. Also es gibt schlimme Boxen-Einfahrten. Klar, sicher. Ne, bei mir war es auch ganz knapp gerade rot und dann noch schnell. Also die Bremsen von den Dingern, die sind echt nicht schlecht. Sonst wäre ich wirklich mit 120 in die 60er-Zone geballert. Oh. Ja, ich hatte noch echt Speed drauf. Aber es sieht ja mal echt nach einem sauberen Rennen aus gerade. Möge die... ja. Bevor ich jetzt weit ausschweife, ja. Ja, es hat sich noch keiner irgendwas kaputt gefahren, großartig, glaube ich zumindest. Oder hast du dir schon einen Spoiler angekloppt? Nee. Diesmal noch nicht. Na gut, unseren Tag ja nicht vorm Abend loben. Das erinnert mich so ein bisschen an Captain Baloo, falls den ein oder anderen Zuschauern das noch was sagt. Oh je, oh je, oh jo, oh jo. Oberst Kübel erst Waschbecken rausschmeißen und dann sagt er doch so blöd, ja, gleich schmeißen sie doch mit Badewanne. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen, wollen wir mal nicht hoffen. Ich will so durchfahren. Zu spät gebremst hier. Das ist immer diese eine Kurve da. Hm. Ah. Na klar, weil du schön auf Speed bist, ne? Ja. Oh, die einigermaßen langsame S-Kurve. Wenn man da gut rauskommt, kann man schön die letzte Kurve schön zirkeln. So. Booyah, Baby. Wird nicht lange halten, glaube ich, aber egal. Okay, Abstand zum Führenden 6,8 Sekunden. Boah, bin ich froh, wenn wir sowas nicht mehr mit Controller fahren müssen, du. Ach, jetzt geht's eigentlich wieder, ne? Wenn man nicht zu oft spielt und zwischendurch mal eine Pause macht. Ja, aber man merkt das schon auch hinten zu den RT- und LT-Wippen rüber. Die Finger sind einfach zu lang, zu groß irgendwie und dann muss man immer so komisch und
Vor allen Dingen ein bisschen lenken geht ja schlecht. Du bist ja immer fast auf Vollanschlag, wenn du... Ja, ja. Da muss man echt Fingerspitzengefühl mit der Antipperei. Nein, 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 oh, oh. Immer diese Kurve, wo gar nichts ist eigentlich mit. Alter, hoffentlich regnet das nicht. Oh, Alter. Aber dieses Rennen ging irgendwie schnell rum. Wir haben jetzt schon Runde 10 von 13. Krass. Finde ich doch gut. Ja. Deswegen, wenn es so bleiben sollte, warum nicht? Wild hängt. Oh nein. Hä? Verbindung zu Steam verloren. Ja, dann schnell wieder neu einloggen. Du kannst ja dann wieder weiterfahren. Ist doch nicht. Wo einloggen? Ja, wieder rein schnell und dann kannst du auch, glaube ich, Brüll mir nicht so an. Ich bin im Spiel drin, aber ja, im Hauptmenü. Ja, beitreten wieder. Muss beitreten drücken bei mir. Spiel beitreten. Ob das siehste. Inhalte werden heruntergeladen? Was zum... Mach dich bereit. Ja, ich drücke einfach mal drauf, weiß nicht, was jetzt passiert. Ja, kannst du weiterfahren. Was ein komische Scheiße. Du bist jetzt ein Zuschauer für die laufende Saison. Du kannst jederzeit daran teilnehmen, okay. Ja, dann mach das doch. Ja, ich konnte nicht mehr als okay drücken. Als Zuschauer kann ich jetzt daran teilnehmen, ja. Nee, weil da ja stand, du kannst jederzeit dran teilnehmen. Da musst du mal gucken, ob du irgendwo einen Knopf drücken kannst, dass du wieder in dein Auto reinkommst. Nee, ist ja nicht. Ich komme ja direkt in den Zuschauermodus. Scheint ja, ja, da. Guck mal, ob da irgendwo was steht da unten. Zuschauermodus kannst du ja auch Knöpfe drücken. Mann, ey, man gönnt mir aber auch nix, ey. Komisch, weil da ja irgendwas stand, du kannst jederzeit dran teilnehmen und wieder mitmachen, oder ist das gerade echt komisch? Scheiße da. Ja, ich weiß, ist das... Ja, das müsste ich sein, da, wo der Vettel gerade hinter ist. Ja, ja, klar. Runde 11 von 13. Mann, dieses scheiß Steam-Kacke da, ey. Da macht auf einmal... Oh, da hat er mich überholt, dieses dumme Schwein. Kein Verlass auf den Virus-Bot, Hämmer. Kein Verlass. Nee, der fährt ja normal weiter. Da könnte man ein bisschen mehr Gas geben, die lahme Drecksau. Mit dem Auto aber möglich, ey. Ach, meine Fresse nochmal. Da kommen schon die Silberpfeile ran, ey. Oh, fängt an zu regnen. Na, ganz toll. Mein Gott. Ärgerlich, ärgerlich. Ich fahre jetzt aber nicht nochmal in die Box, um Reifen zu wechseln, auch wenn es regnet. Ja, da fahren die durch mich durch, Alter. Geht's noch? Mann, 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 Mann. Jo, der nächste Silberpfeil. Hau in den Sack, ey. Nichts hat da drauf, der Bot, ey. Jetzt wenn ich sich der zweite Platz halten können, du Lauch. Ah, wird einem ja schlecht bei Band zugucken, da von den Penner, ey. Die Krise, ey. Wirklich die Krise, ey.
Hätte er gar nicht. Schau ich mir lieber den hier vorne an, ey. Ist aber nicht das erste Mal, dass ich dieses Steam-Scheiß da krieg, ey. Nee, hatten wir schon mal einmal das Problem, ja. Mann, ey. Na, nach dem Rennen mal kurz googeln, weil irgendwie muss das doch wieder... Muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, man merkt das richtig. Kurz an das letzte Runde rutscht nämlich ganz schön schon. Ich lasse das jetzt einfach so weiterlaufen. Ich werde gleich mal bei Steam drin Spiel auf Fehler durchsuchen, ob da irgendwas ist, ey. Ja, obwohl es am Spiel ja nicht liegen kann, weil der Steam-Verbindung verloren hat. Gleich wird die Straße jetzt ein bisschen rutschig, auch die Reifen merkst du jetzt langsam. Na ja, klar. Wenn man nicht auf der Ideallinie genau drauf bleibt, du, dann wird's richtig rutschig. Mann, ich hätte das Rennen diesmal zu Ende gefahren oder kommt da diese Steam-Scheiße, ey. Mann, ja, das ärgert mich, ey. Wär sogar noch Zweiter gewesen, ey. Affengesindel, ey. Nee, so mag ich das auch nicht. Vorbei? Jetzt ist es soweit, sie kommen heraus. Ja, schade, Schokolade. Nee, so ist das auch nicht toll. Hä, wo ist er denn? Du wurdest disqualifiziert, warum das denn? Da frag mich mal was Einfaches. Ich hab nur noch gesehen, wie er irgendwie links rangefahren ist und das war's gewesen. Oh, ich... Auto kaputt gewesen oder so ein Schrott. Ja, scheiße, gibt's doch nicht mal ein paar Punkte. Das tut mir jetzt aber echt leid. Ja, dumm gelaufen. Ach, scheiße. Naja, Freunde, wir gucken mal und dann fixen wir das mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.